Herzlich willkommen zu In the Hand. Japanischer Titel. Kann ich euch nicht vorlesen. Verstehe ich nicht. Scrollende Shoot'em'up des japanischen Herstellers Irem. Denk mal, Irem wird da ausgesprochen. 93 wurde er veröffentlicht. Gameplay Options. Level easy. Ja, passt. Und Start. Zeichnet sich durch sein ungewöhnliches U-Boot-Szenario aus. Ja, Start. Und seine detaillierten, comichaften Grafikstil. Bin ich jetzt zu blöd zum Vorlesen oder was? War das letzte Arcade Shoot'em'up von Irem? Genau, basiert auf dem Yammer-System und später ab 95 wurde es geportet für PlayStation, Computer und sonst was. Heißt schon Steuern? Nee. Jetzt, okay. Lustig. Okay. Wie war denn das? Ah, okay. Jetzt schon überfordert. Ah, okay. Interessant finde ich, dass ich selbst bestimme, wie schnell. Warte mal, wie konnte ich nach oben schießen? Knappes Ding. Kann ich da Sekunden hier ablaufen? Ich hoffe mal nicht. Drehen die um. Gut für mich. Läuft da Zeit ab oder nicht? Oder zeigt es mir, wie viel ich vom Level noch machen muss? Oh, das kann doch nicht sein. Schießen wir einfach nach oben. Muss eigentlich mal gucken, dass wir schneller vorankommen, ne? Und wie konnte ich dann nach oben schießen? Oder hatte ich da je nur eine Munition? Na, kann's vergessen hier. Ich würde gerne nach oben schießen, Freunde. Okay, ich kann nicht mehr zurück, ja, auch lustig. Ja, lustig gemacht. Also Setting finde ich ganz cool. Knappe Sache. Kann ich auch fliegen, wenn ich aufsteige? Warum schieße ich eigentlich nicht? Alter, ich habe keinen Plan, wie ich nach oben schieße. Würde ja gerne, aber. Wie soll ich denn da dran vorbeikommen, bitte? Nervig, ey. Oh, okay, guck. Ah. Kann ich den zerstören? Okay. Nein, ich hab's doch nicht gesehen. Schnell, schnell, schnell. Sehr gut. Alter. Ehrlich? Was ist denn das für eine Schwierigkeitsstufe direkt am Anfang? Ja. Ja, continue.
Nee, vergiss es. Mache ich hier irgendwas falsch von den Comments her? Ha. Uhuhu, okay. Besser geklappt als gedacht. Ach komm. Finde ich aber cool, dass du einfach fortsetzen kannst. Jetzt haben wir doch hier Zerstörung. Alter. Wie soll ich den ausweichen, bitte? Ja, continue. Repair jetzt. Kriegt er die selber ab? Bisher ganz gut ausgewichen, ne? Ich hätte höher gemusst. An die rein. So hier, ne? Komm jetzt. Achso, ich kann einfach gedrückt halten. Na gut. Sehr schön. Der ist wohl untergegangen. Boah, da haben wir aber mit Leichtigkeit das erste Level gemeistert. Stage clear. Sehr gut. Oh Gott. Zweite Stage. Schön ist, dass ich Rost bekommen habe, dass du einfach gedrückt halten kannst. Wie schieße ich verdammt nochmal nach oben? Da los? Wow. Na komm. Okay. Dann nicht alle zünden, ne? Ein paar gehen auch unter. Grafikstil und alles Hammer, finde ich gut. Altert auch besser, ne? So ein Comic-Stil. Ja, komm. Sehr schön. Vergiss es. Ich würde ja fast sagen, wir machen uns gut. Sinken da eigentlich gerade genau in dem Moment Schiffe? Hat er sich so gedacht. Ich muss doch irgendwie nach oben schießen können. Wie schieße ich verdammt nochmal nach oben? Oder unterstützt mich hier gerade einer? Alter. Okay. Geht das Ding auch mal kaputt?
Ah, sí, sí, sí. Stell mir schon ein bisschen besser an als letztes Mal. Ein bisschen. So ein paar Special Items wären ganz gut. Okay, besser. So, und jetzt nicht kaputt gehen. Gefällt mir nicht. Schieß doch nach oben, verdammt nochmal. Ja, natürlich. Ich kann die noch gar nicht treffen. Kann ich mich umdrehen? Kann ich auch nicht. Wie soll ich nach oben schießen? Oh, okay, ich habe irgendwie nach oben geschossen. Okay, Kreis, okay. Und das war's. Und da darf ich dann nicht liegen, okay. Eigentlich machbar, ich bin bloß ein bisschen schlecht. Na komm. Ach, in der Mitte darf ich auch nicht sein. Spannend. Boah, bin ich gut, bin ich gut. Ich würde sagen, angezockt haben wir es mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Verzeiht mir meinen nicht vorhandenen Skill. Wir spielen alle PlayStation 1 Spiele mal an. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und Abend. Bis zum nächsten Video. Bis dahin.